Es ist ein Puschlitz. 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 Puschlitz, 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 Puschlitz. Puschlitz. Irgendwo im Niemandsland herausgekommen, setzen wir unsere Reise Richtung Tscherno fort. Wobei wir uns eigentlich jetzt eher ja nicht unbedingt in Hauptrichtung Tscherno bewegen, sondern ich jetzt einfach mal als Ziel das Airfield eingestellt habe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht so wirklich warum, weil das sind 7 Kilometer und bei Gott, ich laufe garantiert jetzt keine 7 Kilometer. Aber ich habe ja die Hoffnung, dass ich den Weg nicht zu Fuß zurücklegen muss, sondern dass ich auf irgendein Gefährt stoße. Das wäre wirklich cool. Ah, scheiß Busch. Und wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück. Man soll den Tag bekanntlich nicht vor dem Abend loben, sage ich immer. Ich habe vorhin so ein verdächtiges Geräusch gehört. Das klang mir so ein ganz klein bisschen wie ein Hubschrauber. Nee, kein Hubschrauber, Panzer. Das war nämlich nicht dieses Rotorgeräusch, sondern es hatte was von einem Kettengeräusch. Ja, genau. Da war ich ganz vorsichtig, aber ich habe nichts gesehen. Ich konnte nichts sehen. Also glaube ich, entweder kam er nicht in meine Richtung oder ich habe mich schlicht und ergreifend einfach verhört. Kann auch sein. Naja, es wird ein Rätsel bleiben. Aber ich lebe noch und ich latsche immer noch mit meiner Double-Barrel Shotgun durch die Gegend. Ich würde jetzt auch glatt als Jäger durchgehen, ne? Double-Barrel Shotgun und Wald. Fehlt jetzt eigentlich nur noch ein Hase oder ein Rind und dann passt das auf jeden Fall wieder. Aber das finde ich hier wohl eher nicht. Eher nur Wald und Wiese. Und weit und breit keine Straße oder Häuser. Naja, aber der Wald hört auch irgendwann wieder auf. Das ist ja mein Vorteil. Das ist auch mein Vorteil, dass der Wald wieder aufhört. Und wer weiß, vielleicht wenn der Wald da hinten aufhört, vielleicht finde ich da ja was. Was mag wohl hinter dem Hügel sein? Vielleicht ein Haus? Oder eine Stadt? Oder vielleicht ein Helikopter-Fuhrpark. Okay, wir dürfen ja mal träumen, oder? Träumen ist gestattet. Könnte aber auch sein, dass es hinter dem Hügel oder hinter diesem Hang einfach nur noch mehr Wald gibt. Wäre ja möglich. Muss man mit allem rechnen. Und, naja, okay, ich sag mal so, es ist immer noch very bushy. Und hier gibt's auch gar nichts in der Gegend. Null. Es enttäuscht mich so ein kleines bisschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auch unter den DayZ-Spielern seid. Oh, eine Straße. Hallo. Nix los. Gut, marschieren wir weiter. Ich weiß nicht, wie es euch geht, unter euch DayZ-Spielern. Wenn ihr euch jetzt überlegt, wo spiele ich heute? Nach welchen Kriterien ihr den passenden Server auswählt. Also bei mir, das kann ich ja jetzt an dieser Stelle mal verraten, sind folgende Kriterien wichtig. Punkt 1, Spieler. Klar, es muss natürlich eine gewisse Anzahl an Spielern auf der Map unterwegs sein, weil auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, trotz fast voller Server nie einen zu sehen, wenn ich von vornherein weiß, auf dem Server sind nur 2 oder 3 Spieler unterwegs, dann kann es schwierig werden, da mal auch gewisse Begegnungen zu schaffen, die dann auch
die entsprechende Action versprechen. Also schaue ich immer drauf, möglichst einen Server zu erwischen, auf dem schon einige Spieler drauf sind. So, Kategorie oder Nummer 2, sagen wir so, Nummer 2. Ich schaue in die Serverbeschreibung, weil in der Serverbeschreibung kann man oftmals erkennen, um was für einen Server es sich handelt. Und ich persönlich bevorzuge dann meist Server, in denen, ich sag mal, Dinge drinstehen wie Max Vehicles, Max Helis, Max Loot und so weiter und so fort. Also wo dann halt quasi ein bisschen beschrieben ist, was man eigen... Gott, ach Gott im Himmel. Bin ich jetzt erschrocken, ey, von dem Donner. Ey, da ist strahlend blauer Himmel, die Vögel zwitschern und plötzlich donnert's. Gott, ach Gott, ach Gott. Leute, Leute, was macht ihr mit mir? Oh. Ein einsamer Wackelfreund und ein Schäfchen. Und noch eins. Uiuiuiui. Ne, also wie gesagt, ich wähle meistens die Server aus, wo dann draufsteht, da ist das und das und das und das alles zu finden oder zu vertreten. Und ja, dann, wenn ich am Spielen bin, hoffe ich, dass das dann auch mal so eintritt, ne? Aber jetzt hier zum Beispiel, hier habe ich jetzt zum Beispiel eingestellt, glaube 500 Fahrzeuge und 300 Helis, irgendwie sowas in die Richtung, also auf jeden Fall eine hohe Anzahl. Und ich bin jetzt mal hochgespannt, ob der Server oder die Serverbeschreibung auch ihrem Namen alle Ehre macht. Bis jetzt habe ich ja da meistens Pech gehabt. Gut, ich habe einmal einen Server erwischt, da ja, da war außerordentlich viel los, was jetzt Fahrzeuge oder eher Flugzeuge und Helis anging, aber alle kaputt. Alle kaputt. Nicht sehr schön, wenn ihr mich fragt. So, also hier auf dem freien Feld war jetzt auch nichts. Außer, dass da zwei Wackelfreunde unterwegs waren. Hier ist wieder ein Feldweg. Das heißt also, der Weg, den ich gehe, auch wenn ich ihn ja natürlich deutlich abkürze, führt in Richtung Zivilisation. Hier ist auch ein Zaun, den würde es so sonst in freier Wildbahn auch nicht geben. Aber ich vermisse immer noch ein bisschen, ja, die Action. Hier sind ein paar Häuser. Komm, da machen wir jetzt mal einen kleinen Abstecher hin. Vielleicht gibt es ja was für uns. So. Wir haben noch 4,8 Kilometer bis zu unserem Hauptziel. Oh, Wackelfreund. Da gehen wir die andere Richtung. Ah. Hier wird uns Eintritt gewährt. Was haben wir denn hier? Habe ich jetzt die leere Dose mitgenommen, ohne dass ich es wollte? Hier. Ah, Sardinen. Sardinen und das Lee Enfield Magazine. Man weiß nie, wann man es braucht. Und hier Bandagen, die nehme ich doch mal mit. Und die zweite, wenn es geht. Ah, habe ich schon. Den Bogen, den Pfeil, den brauche ich nicht. Hab ja auch keine Armbrust oder dergleichen, dass ich die hätte sinnvollerweise einsetzen können. Oh, oh, da geht's auch rein. Da müssen wir mal schnell nach dem Eingang suchen. Da ist er schon mal nicht. Aber hier. So. Erstgeschoss. Dreck, Dreck, Dreck. Dreck, Dreck. Nur Dreck. Was haben wir oben? Eine Tür, die wir nicht öffnen können. Naja, nicht sonderlich ergiebig. Und das war's auch schon. Na gut. Dann gehen wir mal weiter.
Und ich höre ein Heli. Ich höre ein Heli. Der ist immer noch da, Freunde. Ich kann jetzt auch nicht stundenlang hier rumstehen. Hier passe ich wieder durch. Was mache ich? Ich nehme mal den Hinterausgang durch den Wald. Also hier ist auf jeden Fall ein Heli unterwegs.